Ich werde ein neues Pokémon fangen müssen. Aber so. Ohne Ball geht das nicht und ich würde dir gerade ein Geschenk geben. Echt? Wo bist du denn? Ich krieg ein Geschenk, So. Aber wie gesagt, du kannst ihn nur einmal benutzen. Und du solltest dir damit entweder einen Käfer oder ein Wasservieh fangen. Bist du jetzt bei hier Schwester Joy? Pokémon Center. Warum geht das nicht? Hast du gerade was bekommen? Nö. Das ist meine, gib die zurück. Was denn? Schmeiß die CD raus. Ich hab mein Pokémon geheilt. Ich weiß noch nicht, wie man die benutzt. Sneak for more informations. Ja. Dann finde es raus. Wie benutzt man die? So. Ich verstehe das nicht. Also einige Pokémons, die lassen sich echt nicht fangen. Ach übrigens, ein paar von den Items, die du hast, sind sehr wertvoll, wenn du die verkaufst. Oh. Kannst du dir im Laden andere Sachen holen? Ich verkaufe jetzt mal was. Verkaufen. So. Mal gucken, kriege ich den jetzt? Ja, ich habe Wuffy bekommen. Und ich bin schon Level 12. Gefällt mir. So. Ich kann mir jetzt Oh Gott, Level also 16 Monster greife ich gerade an. Oh. Ich hoffe mal, das geht gut. Bis jetzt geht es gut, weil ich glaube, Pfiffi brennt. Oh Gott. Ich kann mir jetzt Bälle kaufen. Na, bin ich mal gespannt. Wie komme ich jetzt? Oh, Pfiffi setzt Biss ein und Glumanda ist besiegt. Wer hätte es denn anders rechnen? Du darfst das nicht komplett besiegen. Du musst das nur schwächen. Na, ich habe ja kein. Ist ja kein Wasserding. Ich habe gerade einmal ein stärkeres Pokémon angegriffen. Das mir total überlegen ist. Was ist das denn für ein fliegender Tote an? Am besten, du fängst ja das nächste Pokémon von einem Typ, der dich irgendwie unterstützt. Vielleicht eine Pflanze oder so. Das Vieh ist aber hässlich. So. Koriogel. Ach, den siehst du auch gerade. Okay. Oh. Der ist Typ Psycho. Der hat einmal was gemacht und mein Pokémon war platt. Ja. Der hat noch nicht mal angegriffen. Sag mal, ich glaube, ich könnte mir hier langsam ein Bett reinstellen. Als Schwester. Ich würde lieber mit Pokémon über Wellen und von Skeletten und Zombies kämpfen. Hä? Ja, gut. Mach das ist mal. Eine Anspielung. Ich will aber nicht mit Skeletten kämpfen. Gibt's doch hier nicht. Oh. Ich will lieber spielen. Ja, mir das macht Spaß. Oh, hier läuft nochmal so ein Hut rum. Oh, ich fliege schon durch die Gegend und suche hier. Ich will den Wasser-Pokémon.
Ja, wie kann ich eigentlich diesen Pokéball benutzen? Naja, wenn du campst, dann drückst du nicht auf Kampf, sondern auf Items und suchst den Pokéball. Hier ist was Ledernes, ich hoffe, das ist ein Schatz. Oh, gibt's ein seltenes Pokémon? Nee, Level 15. 14. Wenn du so lilane Streifen siehst, erscheinen da seltener Pokémon. Was kann es sein, dass die mega stark sind? Was würde gut passen? Kampf. Kampf? Das ist ein Macholo. Ist wahrscheinlich zu stark. So, der ist meiner. Ich entferne mich mal ein bisschen von dir. Wir sind doch sowieso schon ganz weit entfernt hier. Ich will wenigstens ein cooles Pokémon noch fahren. Was mir hilft, andere Pokémon zu fahren. Du bist ja schon wieder bei mir. Echt? Ja, ich bin irgendwie weit weggeflogen. Du bist auch Zufall. Dabei bist du ja gerade um die Ecke. Ja. So. Und nochmal. Markieren wir den mal. Hier ist eine Attackenlehre. Und Glut. Jetzt müsste ich ihn aber bekommen. Jupp, hab ihn. Alles nehmen, so, aber das immer kleine Ding mal gejagt? Hä? Das kleine? Ja. Minras, Level 15. Was Dunfan ist süß. Gut. Oh, es greift mich auch an. Der nächste. Oh, es kann Walzer. So, jetzt nehme ich einen Beutel, gehe auf Pokebälle und wähle den aus. Mal gucken, ob ich das Donphang einfangen konnte. Du hast einen Funpi gefangen. Es ist mein. Ja. Yeah. Dann nimm es. So. Cool, die greifen mich jetzt schon alle von alleine an, aber ich bin auch Level 12. Und jetzt mit Level 12 fällt es dir bestimmt auch nicht mehr leicht, nicht mehr schwer, Pokémon zu fangen. Na, mal gucken, ob das funktioniert. Ich weiß es nicht. Oh, nee, funktioniert nicht. Das ist auch zu stark. Flucht. Was willst du nicht fangen? Irgendwas im Wasser war da gerade. Willst du auch einen Funpi fangen? Da sind ja überall welche. So einen kleinen Elefanten habe ich mir gefangen. Fluffy! Ein Schlag, war er weg! Guck mal, hier sind so weiterentwickelte Pokémon. Schaffst du schon Level 16? Nee, oder? Nee. Was hältst du denn von den kleinen Viechern? Die sind voll süß, die hier. Ah, da bist du. Diese Minderas. Die sind doch niedlich. Ja, dagegen habe ich ja gerade eins. Da hat mich noch angeschaut, da war ich weg. Fast. Wie kann man Glumanda fahren? Ich fasse das nicht. Oh. So. Da ist ein Glumanda. Mal gucken, ob Glumanda gegen Glumanda was bringt. Ja, wenn du so schlau bist, kratzt das so, wenn du zum Schaffst vielleicht. Oh. Ach, warum besiege ich die nicht? Ich hab doch einen Vorteil gegen Feuer. So. Nochmal Kratzer. Bis jetzt sieht es ganz gut aus. Ich warte mal ab. Na? Oh, hier unten das kleine Vieh. Das ist cool. Togedemaru ist zwar auch Level 16. Aber das ist ein Elektrovieh und das ist wirklich cool.
Ich fliege jetzt zum Pokémon Center und Scheiße, wie kann man sich die Karte angucken? Ich will das kleine Igelchen. So, hat lange genug gedauert. So, jetzt bin ich immer noch Level 13. Ich riskiere es mal, wenn nicht, muss ich ins Pokémon Center. Uiuiui. Das ist mal was anderes als dieses Gold-Deko-Mod. Ich lager mal im Pokémon Center ein paar Sachen. Irgendwie komme ich ja sonst auf keinen grünen Zweig, ich habe schon so viel mit. Ich nehme mal nur die Sachen mit, die wir wirklich brauchen. Ja. Kann man die Bären anpflanzen? Weil wenn nein, nehme ich die Uni mit. Doch, man kann sie anpflanzen. Oh, dann mache ich jetzt... Ups, bin ja immer noch im Creative. Dann mache ich jetzt hier in der Nähe vom Pokémon Center einen kleinen Bärengarten auf. No, ich kämpfe gerade gegen Marcello. Ach, Hollo? Boah, so ähnlich. Alles nehmen. Und jetzt bist du noch dran. Ich nehme hier alles mit, was da ist. Hast du ihn besiegt? Ja. Soll ich dir noch einen Pokéball holen? Ich muss mal selber rausfinden, wie es geht dann. Ich muss noch mal die Blumen dann zeigen da. Achso, ich muss ja auch mal drücken. So, nochmal. Jetzt dürfte ich ihn hinbekommen. Oh, nicht ganz. Aber jetzt müsste ich das hinbekommen. Danach müsste ich mal ins Pokémon Center. So. Was ist denn der? Level 14. Bist du immer noch auf dem Berg? Ja. Aber ich gehe gerade zurück. Boah, ich fliege gerade zurück. Weil ich muss mich heilen. So, für mich ist aber auch gleich Feierabend, weil es ist schon langsam spät. Und das Video ist schon lang, meinst du? Ja, ich habe das jetzt in 5 verschiedene Teile. So, wo fliege ich denn hin? Ich fliege voll vorbei, nur weil ich quatsche. So. Dann mache ich mal von hier ein Bild. So, die Drucktaste. Noch eine kurze Pause hier. So, da bin ich wieder. Drucktaste ist gemacht. Und jetzt habe ich mir einen Screenshot erledigt. Ja. So, wie kann man die Pokémon eigentlich wechseln? Man klickt die an. Ah, zieht die nach oben, okay. Willst du noch ein Pokémon fahren? Boah, ich habe gerade eins. Direkt vom, Center war eins. Kratzer. Bitte nicht kaputt machen. Cool, dieser kleine Elefant ist ganz schön stark. Bei mir sind ja keine Beute drinne. Pokébälle. Ach, Let's Ball. Warf den Netzball. Und weiter. Bitte warten. Ich hab den Netzball geworfen. Du hast einen Kiesling gefangen. Echt? Dein Klomanta erhält 56. Jetzt habe ich 2. Und mein Klomanta ist Level 15. Ich habe ein Pokémon gefangen. Wie kann ich denn das weiter? Einfach auf E, dann suchst du dein Pokémon. Das weiß ich selber, aber... Ah. Okay. Ah. Dann werde ich dich ab sofort mal ein bisschen aufleveln. Ich werde mal eine Runde mit dir machen. Egal ob du gewinnst oder verlierst. Jetzt muss ich hier nur noch einen Gegner finden. Gott, die haben alle Angst vor meinem Pokémon. So.
Es ist ein Stein-Pokémon, also es müsste gegen die meisten Angriffe immun sein, außer gegen Wasser. Sandwirbel. Bringt das was? Nein, überhaupt nicht. Hat es Tackle oder irgendeinen Steinwurf? Wenn ich mal zum Kampf kommen würde. Es hat Härtner, Kopfnuss, Sandwirbel und Tackle. Dann nimm Kopfnuss. Ist ein bisschen besser als Tackle. Naja, gegen dieses fliegende Vollbeat-Ding hat es nicht geholfen. Wieso war zu stark? Nur das war Level 11. Ich habe Speerschleif gefunden, Attacke. Tackle. Probier ich mal was. Die Folge geht doch etwas länger, als ich dachte. Das macht so einen Spaß. Ja. Soll er mal zeigen, wie es Mocktail hieß? Ja. Oh, ich habe einen Ball im. Ich habe einen Ball gefunden. Vollbeat setzt auf Tackle. Kiesling Motte besiegt. Denke ich mal. Ja, wurde besiegt. Wähle ein neues Pokémon aus. Ach ja, nehme ich Glumanda. Kampf, Blut. So, jetzt bist du weg. Nee, nicht ganz. Na komm, Stella, hier. Hopp, hopp. Mach mal Glut und dann bist du meins. Kann ja wohl nicht angehen hier. Regel ist auch, je öfter du ein Pokémon siehst, desto ja, weniger selten und meistens auch weniger stark ist. Gut, jetzt werde ich aber wirklich heilen und mich abmelden. Außer du willst noch offline ein bisschen spielen. Ich habe da gerade voll Lust drauf, obwohl es ist schon spät, ne? Ja, ist es. Oh. Lass mich wenigstens noch ein paar Beeren sammeln, bevor ich zu dir zurückkomme, okay? Der okay. Körper nämlich das nächste Mal zeigen, wie man hier einen kleinen Garten anlegt. Dann werde ich mich mal hier zurücklehnen. Ich kämpfe jetzt mal gegen den Geist. Und einfach mal Tschüss sagen. Bye. Bye.